So, bei dieser Aufgabe sollen wir die maximale Einströmgeschwindigkeit U1 ermitteln, damit die zulässige Haltekraft von diesem Flansch nicht überschritten wird. Dieser Massenstrom an Fluid, der hier einströmt, wird hier zu gleichen Teilen aufgeteilt. Und die Frage ist, wie machen wir das? Noch eine Info, wir haben hier den Umgebungsdruck. Ich ziehe mir das Bild nochmal raus. Ne? Das mache ich hier unten hin, um hier dann auch das Kontrollvolumen einzuzeichnen. Das heißt, ich zeichne mein Kontrollvolumen ein. Wie Sie das einzeichnen, ist im Großen und Ganzen eigentlich relativ egal. Wir können das so einzeichnen, so, so und dann entsprechend so. Was habe ich hier? Ich habe ganz einfach eine Haltekraft, Kontrollvolumen, die ist so auch entsprechend eingezeichnet. Und jetzt mache ich einfach den Impulssatz. Das heißt, der Impulssatz, ich schreibe das mal so hier an die Seite hin, ist, dass die Summe der Kräfte in horizontaler Richtung für dieses Koordinatensystem x und y positiv vorgegeben gleich die Summe meiner Impulsmassenströme entspricht I mal U JX, ja, oder XJ, XJ, die ich hier habe. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Welche Kräfte habe ich? Das ist einmal die zulässige Haltekraft, also F zulässig, die ist hier zu gleichen Teilen einfach nur aufgeteilt, plus die Druckkraft, ja, die Druckkraft in X-Richtung und dann die Impulsmassenströme. Hier geht ein Massenstrom M.1 rein, dann schreibe ich in minus M.1. Eintretende Massenströme ins Kontrollvolumen werden negativ bilanziert mal U1 und dann habe ich hier ein Massenstrom hier oben, der tritt entsprechend aus. Das ist M.2 und hier unten tritt der auch aus. Die werden zu gleichen Teilen mit dieser Massenstrom M1 nach oben und nach unten abgelenkt und den habe ich dann hier unten. Also habe ich hier oben dann den austretenden Massenstrom M.2 mal die Transportgeschwindigkeit und die hat einen negativen Anteil und der ist dann minus Cosinus Alpha mal U2 und hier unten genauso, also mal 2. Jetzt ist die Frage, welche Größen kann ich hier ermitteln? Diese kenne ich nicht. Ich weiß aber, ich habe eine Druckdifferenz mal, und zwar die Druckdifferenz hier ist auf jeden Fall, der Druck an dieser Stelle ist verschieden zum Umgebungsdruck. Auf der gegenüberliegenden Seite, überall wirkt sonst an meinem Kontrollvolumen der Umgebungsdruck. Nur hier an dieser Stelle und an dieser Stelle ist die Druckdifferenz, hier habe ich P0, ist die verschieden. Also wirkt hier meine Druckdifferenz Delta P mal die Fläche A1. Das Delta P kenne ich leider noch nicht. Gut, M1 kenne ich auch noch nicht. M2 kenne ich auch noch nicht. Und wie gesagt, U1 möchte ich ja ermitteln. U2 kenne ich auch noch nicht. Was ich aber kenne, ist die zulässige Haltekraft. Gut, wie gehe ich jetzt damit um? Ich mache erstmal meine Conti-Gleichung. Die Conti-Gleichung schreibe ich vielleicht hier oben hin. Dann steht hier Conti, das was hier reingeht, M.1 ist gleich 2 mal M.2. Es wird zu gleichen Teilen aufgeteilt, das steht in der Aufgabe. Und das ist dann U1 mal A1 mal Rho ist gleich 2 mal U2 hier unten mal A2 mal Rho. Wir können die Dichte rauskürzen und können die Geschwindigkeit U2 dann ausdrücken durch die Geschwindigkeit U1. Und das wäre dann ganz einfach 1/2 mal U1 mal A1 dividiert durch A2. Dann haben wir hier schon mal die Gleichung 1. Und wir haben hier die Gleichung Nummer 2. Wir wissen dann auch, wie groß der Massenstrom M1 ist. Der ist nämlich U1 mal A1 mal Rho, ja, das was hier reingeht. Das wäre meine Gleichung 3. Und wir wissen auch, wie groß der Massenstrom M2 ist, weil das wäre U2 mal A2 mal Rho. Und wenn ich jetzt für U2 die Gleichung 2 hier einsetze, dann wäre das 1/2 mal U1 mal A1 dividiert durch A2
mal A2. Ja, dann habe ich hier meinen Massenstrom M2 und hier sehe ich, dass genau das A2 sich rauskürzt, sodass ich hier eine halb U1 mal A2 habe. Macht auch Sinn, weil wie gesagt, die teilen sich zu gleichen Teilen dann auf. Dann wäre das meine Gleichung 4. Was kann ich jetzt beschreiben? Ich kann M1 beschreiben, U1, M2 und hier U2. Was mir jetzt noch fehlt, ist Delta P. Das heißt, ich muss meinen Bernoulli machen, und zwar den Bernoulli von 1 nach 2. Wir haben keinen G-Vektor, ja, aber ich kann hier hinschreiben, wenn ich hier jetzt den Bernoulli hinschreibe, erstmal allgemein, von 1 nach 2 habe ich mein P1 plus Rho mal G mal Y1 plus den dynamischen Druck Rho mal U1 Quadrat ist P2 plus Rho mal G mal Y2 plus, und dann steht hier ein halb Rho mal U2 Quadrat, der dynamische Druck. Wir haben keinen G-Vektor, ja, auf einer Stromlinie hier von 1 nach 2 laufen, haben wir den Ausdruck, hier vorne steht mein P1, hier vorne steht mein P0, bringe ich das P0 auf die andere Seite und dieses U1 auf die rechte Seite, dann steht hier ganz einfach, Delta P ist gleich P1 minus P0, das ist genau das Delta P, was wir brauchen zur Bestimmung der resultierenden Druckkraft auf das Kontrollvolumen, ist gleich 1 halb mal Rho, ich klammer das mal hier aus, dann bleibt hier U2 übrig, dieses U2, was hier steht. Und für dieses U2 kann ich dann hier oben diesen Ausdruck direkt einsetzen. Das mache ich dann auch. Ich klammer das mal aus. Und dann steht hier 1 halb mal U1 mal A1 durch A2, Klammer zu, zum Quadrat. Das entspricht meinem U2 Quadrat. Und jetzt bringe ich den Term rüber. Und das wäre mein U1 Quadrat. Und da mache ich die Klammer zu. Und jetzt kann ich hier U1 zum Beispiel ausklammern. Und was ich dann bekomme ist, Delta P ist gleich 1 halb mal Rho mal U1 Quadrat. Und dann hier die eckige Klammer nochmal aufgemacht. Dann steht hier 1 Viertel. Ja, dann schreibe ich das hin. 1 Viertel, Klammer auf, A1 dividiert durch A2 zum Quadrat. Und hier hinten bleibt eine 1, also minus 1. Wunderbar. Jetzt kann ich diese Gleichung, die ich hier habe, das wäre meine Gleichung 4. Der Differenzdruck wäre meine Gleichung 5. Und jetzt kann ich das alles hier in die Gleichung 1 einsetzen. Und dann schaue ich mal, was da steht. Dann habe ich hier mein minus F zulässig. Das kann ich abschreiben. Das war gegeben, die zulässige Haltekraft. Plus Delta P. Jetzt setze ich diesen Ausdruck für Delta P hier vorne ein, schreibe ich das ab, das wäre 1 halb mal Rho mal U1 Quadrat, eckige Klammer, 1 Viertel, Klammer auf, A1 durch A2 zum Quadrat, minus 1, eckige Klammer zu und mal die Fläche A1. Dann habe ich hier die resultierende Druckkraft, mein F-Druck in X-Richtung, ist gleich minus M1. Ja, hier vorne, ich kann die aber eigentlich auch ausklammern, weil ich weiß, dass M2, das kann ich hier oben machen, steht aber auch hier oben, genau die Hälfte von M1 ist. Also schreibe ich dann hier vorne M1 zum Beispiel mal hin. M1 war, jetzt muss ich ein bisschen im Kopf überlegen, wie ich das mache, das war Rho mal die Geschwindigkeit U1 mal die Fläche A1. Das war mein M1 Punkt, was hier vorne steht. Da mache ich die Klammer mal auf. Dann steht hier minus U1. Also steht hier minus U1. Dann steht hier M.2. Also M.2, das ist aber die Hälfte von M.1. Jetzt sehen Sie hier, diese 2 und diese 2, die wird sich aufheben. Deswegen kann ich hier direkt schon hinschreiben, minus einfach nur der Ausdruck, der hier steht, und der war Cosinus Alpha mal die Geschwindigkeit U2, und die Geschwindigkeit U2 ist genau das, was hier oben steht, also nichts anderes als U1 mal A1 dividiert durch A2, und ich mache dann die Klammer hier wieder zu. Dann haben wir hier den Impulsmassenstrom entsprechend stehen. Gucke ich nochmal, habe ich das richtig gemacht? U2, ja, fast, nur ich habe hier den Fehler gemacht, die 1 halb, die hier vorne stehen,
Die müssen natürlich auch hier stehen. Das heißt, hier steht noch der Faktor 2. Gut, jetzt kann ich das umstellen. Es geht darum, dass wir U1 ermitteln. Dieser Term ist abhängig von U1. Dieser Term ist abhängig von U1. Dieser Term ist abhängig von U1. Genau diese U1 wollen wir ermitteln. Das hier ist unbekannt. Das hier ist unbekannt. Das hier ist unbekannt. Und das hier ist unbekannt. Und jetzt können wir die entsprechend umstellen. Lassen Sie mich Folgendes noch bitte machen. Ich bringe den Term auf die linke Seite und ich bringe den Term auf die rechte Seite. Dann klammere ich Folgendes aus. Ich klammere mal U1 Quadrat auf der linken Seite aus. Was bekomme ich dann? Dann bekomme ich U1 Quadrat. Und jetzt klammere ich mal aus. Was bleibt dann stehen? Ich kann die Dichte auch noch ausklammern. Die Dichte klammere ich auch noch aus. Rho. Okay? Die Dichte klammere ich noch aus und ich klammere noch den Faktor 1/2 aus, das was hier vorne steht. Dann bekomme ich Folgendes. Dann steht nämlich genau hier 1/4, Klammer auf, a1 durch a2 zum Quadrat minus 1, Klammer zu, was hier steht. Ne? Das Ganze dann nochmal A1, die A1 klammere ich hier natürlich dann auch noch aus, die hier und hier steht. Und dann bekomme ich, Entschuldigung, dann bekomme ich den Ausdruck, der hier steht. Und den muss ich mit 2 multiplizieren. Den muss ich mit 2 multiplizieren. Dann steht hier dieser Term, ja, der wird zu einer plus 2. Und dieses negative Vorzeichen wird positiv. Und diese 2, die ich hier ausgeklammert habe, muss ich hier an diesem Term auch dran multiplizieren. Dann fällt die 2 raus und dann steht hier Cosinus Alpha mal A1 dividiert durch A2, eckige Klammer zu. Und jetzt sehe ich hier, die minus 1 und die 2 werden sich entsprechend dann aufheben zu einer 1. Und ich bekomme hier mein F zulässig. Und jetzt kann ich das hier dann nach U1 Quadrat auflösen und bekomme dann U1 ist gleich die Geschwindigkeit U1 Max, nach der gesucht ist. Und das ist dann F zulässig dividiert durch, ich mache mal einen großen Bruchstrich, A1 mal Rho dividiert durch 2 und dann die eckige Klammer auf. Und dann muss ich das hier unten abschreiben. Und das wäre 1/4. A1 durch A2 zum Quadrat plus Cosinus Alpha mal A1 dividiert durch A2 und hier bleibt noch die 1 übrig, plus 1, dann mache ich die Klammer zu und dann sollte das der zulässigen, dann sollte genau das der maximalen Geschwindigkeit, ich greife das hier oben nochmal ab, Einlassgeschwindigkeit entsprechen, sodass der Flansch gerade eben nicht abreißt. Gucken wir. Achso, wir müssen hier natürlich die Wurzel noch draus ziehen, wegen dem Quadrat, was wir hier haben. Ja, und dann gucken wir, dann steht hier A1 Rho halbe, dann steht hier oben die 1, die steht hier, dann steht hier A1 durch A2 mal Cosinus Alpha und hier 1/4, Klammer A1 durch A2, Klammer zum Quadrat. Und damit ist die Aufgabe gelöst.